Willkommen zum Blank-Shampoos-Dialog. Wir lassen die Korken knallen. Mein Name ist Alex und ich begleite euch zusammen mit meinem süßen Co-Moderator Clemens durch die heutige Show. Ja, servus auch von mir. An dieser Stelle auch noch einen herzlichen Gruß an die Unileitung. Alles Gute zum 40. Geburtstag, etwas spät, aber dafür vom Herzen, denn ohne euch wären wir nicht hier. Ja gut, 40 Jahre Uni Passau. Da sind wir gleich dabei. Andere Unis feiern ihr 500-Jähriges, aber Passau, wir sind halt jung und sexy. Und das sieht man auch wieder ran, wie dick wir hier gefeiert haben. Das war der größte 40-jährige Geburtstag Westdeutschlands. Wahrscheinlich hat man deswegen auch am 9. November gefeiert, ja? Mauerfall, Reichspogromnacht, Hitlerputsch und der 40. Geburtstag der Universität Passau. Ja, Prost darauf. Prost darauf. Apropos DDR, die hatten wahrscheinlich entspanntere Plakatierregeln als unsere Uni, ne? Aber es, ja, es muss ja auch das Idyll bestehen bleiben. Schönster Campus Deutschlands wird man eben nicht ohne ein bisschen Klassenkampf. Da drüben in Regensburg, da soll man ruhig wissen, dass in Passau die Kohle gebunkert wird. Wir haben den schönsten Campus, die schönste Altstadt, die schönste Mensa, die schönste, ja, was auch immer. Die Prioritäten, sie stimmen halt einfach, ne? Ja, vielleicht ist das auch der Grund, warum man uns das Saint-Tropez von Niederbayern nennt. Apropos Uni-Geburtstag, man hat sich ja auch reich selbst beschenkt. Hast du den Imagefilm der Uni gesehen? Ja, den habe ich gesehen. Fand ihn auch ganz okay. Ich meine, gut, das ist ein Imagefilm. Da sieht selbst ja, das Klo vom Zopf aus wie Buckingham Palace. Ja gut, aber ich muss ehrlich sagen, dass mir da schon ein paar komische Formulierungen aufgefallen sind. Also so dieses ganze Gerede über Grenzen und wo die zu ziehen sind. Und auch wörtlich die Frage, sind wir verantwortlich für Migration? Ja, sind wir für solchen Stuss verantwortlich? Das ist eigentlich die Frage. Ja, wurde dem armen Regisseur wahrscheinlich direkt von der Präsidentin in die Feder diktiert? Fehlt eigentlich nur noch ein Statement zu Frauen und Karriere zum Beispiel. Aber trotzdem, dafür, dass, das muss man auch sagen, dafür, dass das wahrscheinlich so ein paar Muckler irgendwie zusammenfabriziert haben, sieht schon ganz schön professionell aus. Ich glaube, das haben die wahrscheinlich selber nicht glauben können, ne? Man muss aber dazu sagen, dass den Film gar nicht Studenten gemacht haben, sondern dass die Uni-Pressestelle eine Medienagentur für diesen Film beauftragt hat. Da gibt es hier das krasse Medienzentrum, dieses ZMK, Equipment und viele MUG-Studenten und trotzdem wird der Film extern produziert. Ich verstehe jetzt eigentlich nicht, also bei uns passt ja alles so, warum haben wir das nicht selber gemacht? Ja, wir haben da mal nachgefragt bei der Uni-Pressestelle und die meinten, sie haben sich dagegen entschieden, weil eine interne Produktion unter anderem wörtlich nur auf die Kosten der Nutzerinnen und Nutzer des ZMKs gegangen wären. Ich habe noch nie mehr als 10 Leute gleichzeitig im ZMK gesehen. Also wenn du da reingegangen wärst, den wäre vor Schreck wahrscheinlich einfach nur der Pizzakarton aus der Hand gefallen. Naja, letzten Sonntag waren wir zum Beispiel zu viert hier und wenn unsere Informationen stimmen, wurden große Teile des Imagefilms auch während den Semesterferien gedreht. Und da war ja wirklich niemand hier, außer vielleicht ein paar von Professor Hohlfeld Summer School. Aber sonst nicht mal die Danke-Mahlzeit-Frau war hier. Okay, krass. Also ich fasse das jetzt mal zusammen. Wir sind eine Medienuni, die dieses Riesensystem hat, aber die im Medienbereich trotzdem lieber Profis hernimmt und quasi die eigenen Studenten nicht ernst nimmt, ne? Also da soll man sagen, Unis wären praxisfern. Das ist auch nicht alles. Der Film soll eine Summe im unteren fünfstelligen Bereich gekostet haben. Aber überzeugt euch selbst, hier der Imagefilm der Uni Passau. Forschung ist die systematische Suche nach Erkenntnis. Und gesicherte Erkenntnis ist nicht immer leicht zu finden. Das wiederum fordert uns heraus. Forschung ist ein komplexer Prozess und viele Menschen sind an ihm beteiligt. Sie experimentieren, hinterfragen, dokumentieren und transferieren. An der Universität Passau forschen, lernen und lehren Studierende, Dozierende und Forschende an 4 Fakultäten. Gemeinsam und interdisziplinär. Sie forschen exzellent. Sie lernen intensiv. Sie lehren innovativ.
15.000 Menschen aus aller Welt. Ein Netzwerk für das ganze Leben. In Passau, am Rande Deutschlands, aber mitten in Europa, wissen wir, was Grenzen sind. Sie dort zu ziehen, wo sie gebraucht werden, sie zu überwinden, wo sie hindern, das treibt uns an. Weltoffen suchen wir nach Antworten auf die zentralen Fragen unserer Zeit. Welchen Weg wird Europa im globalen Wandel gehen? Welche Verantwortung tragen wir für Migration, nachhaltige Entwicklung und gerechte Ordnung? Wie verändern Digitalisierung, vernetzte Gesellschaft und Internetkulturen unsere Lebenswelten und uns selbst? Innerhalb Europas wollen wir zu einem der führenden Forschungszentren für die gesellschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung werden und unsere Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft deutlich sichtbar machen. Lösungen wiederum brauchen Erkenntnis. Und Erkenntnis entsteht nur dort, wo Gedanken kreisen, sich vernetzen und einen Platz in der Welt finden. Exzellente Forschung entsteht bei uns. Wow. Mensch, war das schön. Heftig. Es gibt wirklich einiges an Gesprächsstoff rund um den Film. Zum ersten, zum Dreh in der Innenstickaula ist keiner erschienen, obwohl die Uni mit Freibier geworben hat. Außerdem meinte ein Prof, dass er nicht gefragt worden sei, ob er drin auftauchen möchte. Und der halbe Cast besteht hauptsächlich aus ehemaligen Studenten und nicht aus aktuellen. Und dann die ganzen Stockbilder am Ende, habt ihr das gesehen? Gefühlt liegt da Passau neben Kuala Lumpur. Wie schafft's auch die Frau, ja? Die geht am NK los. Wie schafft sie es dann zum Bahnhof zu kommen? Ja, aber ich denke, das wahre Problem des Films ist, dass die Uni andere Probleme hat. Sie will Vorreiterin der Digitalisierung sein, ist aber nicht in der Lage, die Studenten mit ausreichend WLAN zu versorgen. Das Streben nach Wissen scheitert hier schon bei der Anmeldung für Vorlesungen. Also Erstsemestern rate ich auf jeden Fall, das daheim zu tun. Denn in der Uni Passau vergehen schon mal 15 Minuten, bis die Start-IP-Seite vollständig geladen ist. Wir haben uns gedacht, es sei unfair, gegenüber den Menschen da draußen so ein falsches Bild der Universität stehen zu lassen. Ja, unser Campus ist wunderschön. Ich habe sogar letzten Herbst eine Igelfamilie entdeckt beim ZMK. Aber das WLAN ist nun mal scheiße. Hier unser Korrekturversuch des Imagefilms für die Uni Passau. Forschung ist die systematische Suche nach Erkenntnis. Und gesicherte Erkenntnis ist nicht immer leicht zu finden. Das wiederum fordert uns heraus. Forschung ist ein komplexer Prozess und viele Menschen sind an ihm beteiligt. Sie experimentieren, hinterfragen, dokumentieren und resignieren. An der Universität Passau sind Dozierende, Studierende und Forschende an vier Fakultäten auf der Suche nach einer stabilen Verbindung. Gemeinsam und interdisziplinär. 15.000 Menschen aus aller Welt. Ein starkes Netzwerk ohne Netzwerk. Ja, wir müssen der Fairness halber aber auch erwähnen, dass die Unileitung angekündigt hat, dass der WLAN-Ausbau bis Ende des Jahres abgeschlossen sein soll. Ja, die Medizinstudenten des Jahres 2025 freuen sich bestimmt schon. Jetzt mal was ganz anderes. Kennt ihr eigentlich noch Carsten Stahl? Für alle, die sich nicht mehr erinnern können, das war das Muskelpaket, was sich als Privatdetektiv durch die privaten Programme geprügelt hat. Man könnte sagen, Deutschlands Vin Diesel, sympathisch und patent. Unsere Recherche hat ergeben, dass Carsten Stahl seinen Privatdetektiv-Job an den Nagel gehangen hat und mittlerweile mit einem Anti-Mobbing-Programm durch die Turnhallen Deutschlands tourt. Und unsere Redaktion hat uns eines Wintermorgens nach Ulm geschickt, um Carsten Stahl zu treffen und uns gehörig vermöbeln zu lassen. Wir schämen uns ein bisschen für das, was am Ende rausgekommen ist. Journalistisch sorgfältig war das nicht, aber seht selbst.
Wir leben in einer Zeit, in der Stumpfsinn Edelmut ersetzt. Wir säubern den Fußboden, anstatt die Pausenhöfe Deutschlands von Schurken zu reinigen. Doch einer steht auf, gegen das Unrecht zu kämpfen. Einer lässt sich nicht unterkriegen. Am Wochenende? Mein Gott, hört ihr ihn? Ist Carsten. Mein Name ist Carsten Stahl, Detektiv Stahl. Zwei Stunden Carsten Stahl angehört und das war sehr, ja, ungewöhnlich. Inspirierend, auf jeden Fall. Man kannte ihn als den schonungslosen Privatdetektiv. Dieser Carsten Stahl hat dem Trash-TV längst den Rücken gekehrt. Früher hatte er nur einen Auftrag, heute eine Mission. Du Wichser, du Fotze, du Hurensohn. Ey, aber Carsten Stahl hat schon teilweise echt geisteskranke Aussagen gemacht, ja, oder? Alter! Dürfen wir eigentlich gar nicht filmen, haben wir jetzt trotzdem gemacht. Vom Privatdetektiv zum Mahner, vom Mobbingopfer zur Kampfmaschine, zum Rächer der Gemobbten. Carsten Stahl gibt Rätsel auf. Es ist 13.30 Uhr, wir sind seit 7 Stunden. Ja, seit 7 Stunden sind wir unterwegs. Und gleich ist es soweit und wir treffen Carsten Stahl und das ganze Team ist aufgeregt. Ach, das war echt ein schöner Ausflug. Um 5 Uhr losgefahren in Passau, um 7 Uhr abends waren wir erst wieder da, zu fünft im Polo. Einfach traumhaft. Und da saßen wir dann so lange in der Halle und haben auf Carsten Stahl gewartet. Ihr könnt gespannt sein auf den zweiten Teil. Man muss an dieser Stelle natürlich sagen, dass die Arbeit von Carsten Stahl, die er heute betreibt, ernst zu nehmen ist. Seine Mobbingprävention ist wirklich eine gute Sache. Und deswegen haben wir auch ein ernsthaftes Interview mit ihm geführt. Das seht ihr hier unter diesem YouTube-Link. Und da jetzt auch nochmal einen kurzen Ausschnitt aus dem Interview. Der erste Schritt muss immer von einem selbst kommen. Reden. Hätte, könnte, wollte, sollten. Das ist was für Dummschwätzer. Machen. Das ist der Unterschied. Machen. Du musst nach deinen Taten bemessen werden, nicht nach nur deinen losen Worten. Sicherlich war die Sendung Privatdetektive im Einsatz für mich am Anfang auch hier und da hinderlich, weil man immer wieder damit identifiziert wurde. Dass man sagt, ja, der Typ von RTL 2, alleine schon RTL 2 alleine. Aber du bist nun mal das, was du bist. Mhm. Das war ein Teil meines Lebens, jetzt ist dieser Teil meines Lebens hinter mir und jetzt ist das hier das, was ich lebe. Privatdetektive im Einsatz hat mir mit Sicherheit dafür viele Türen geöffnet. Aber die Herzen der Menschen, das die ich jetzt habe, die Millionen von Menschen, die ich jetzt habe, die bewundern mich nicht, weil ich im Fernsehen irgendwelche Leute zur Strecke bringe, sondern weil ich Menschenleben rette, jeden Tag, in echt. Ja, wir haben heute jemanden im Studio, dessen Arbeit beginnt da, wo die von Carsten Stahl damals aufgehört hat. Er ist Professor in der Jura, er ist Lokalpolitiker und manche sagen, er ist vielleicht auch der Hugh Grant der CSU. Hier heute im Studio, Holm Putzke. Alle, wie traf ich grüße Sie. Guten Tag, Herr Putzke. Schön, dass Sie hier sind. Wir freut freuen mich, uns dass sehr. Ich da sein darf. Am Anfang wollen Sie vielleicht ein Glas Sekt haben. Wir sind ja hier mal beim Shampoos-Dialog. Ja, inzwischen ist es nach 22 Uhr, also ein Glas Sekt, da kann ich nicht Nein sagen. Ausgezeichnet. Sehr natürlich wäre mir eine Maß lieber aus politischen Gründen. Damit bringt man ja oft die aus CSU rein ideologisch. Ah, ja, ja. Moment, aber wir haben hier auch einen ganz feinen Tropfen für Sie geholt. Außerdem wir keine sind natürlich nicht in der Shampoos-Etage. Ja, genau. Ja, ja. Wir sind ideologiefrei, deswegen kann man hier auch mal nicht Bier trinken. Eben, also ich bin da auch ganz offen. So, wir haben natürlich auch sehr schöne Gläser vorbereitet. Wollen Sie sich Ihr eigenes Glas zusammenbauen? Das hat so ein bisschen einen Lego-Charakter hier. Sehr gern, wenn Sie Moment noch den Rest hier haben. Dankeschön. Wollen Sie auch etwas? Ich würde sehr gerne was nehmen. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Hier. Dankeschön. Obwohl ich natürlich, wenn ich jetzt so Plastik-Einweg sehe, Vorbehalte habe, weil ich nicht gut finde, wegen der Umwelt. Was passiert damit? Es wird weggeworfen, es landet in irgendwelchen Verbrennungsanlagen. Und für die Umwelt ist das natürlich nicht gut. Also Glas hätte ich bevorzugt, aber wenn Sie mir versprechen, dass wir das nachher gemeinsam abwaschen, dann bin ich einverstanden. Ja, natürlich. Hier ist versprochen. Gar kein Problem. Darf ich bei Ihnen anfangen? Gern. So. Dankeschön, ich reiche es auch weiter. Oh ja. Oh, sehr freundlich, vielen Dank.
Dankeschön. Ich nehme das mal. Kein Problem. So. Haben Sie vielen Dank. Dann Prost auf Sie. Ja. Auf Ihre schöne Sendung und danke, dass Sie mich eingeladen haben. Schön, Herr dass Meier, Sie dabei sind. Sehr, sehr gerne. Zum Wohl. Okay. Jetzt mal, bevor wir mit dem Interview anfangen, wir haben einen kleinen Einspieler für Sie, beziehungsweise für die Zuschauer produziert, die Sie jetzt noch nicht kennen. Den sehen Sie jetzt hier gleich auf dem Bildschirm. Viel Spaß. Aus dem Nordischen übersetzt bedeutet Holm so viel wie der von der Insel Kommende. Holm Putzke kommt von keiner Insel, sondern aus dem Osten. Genauer aus Dohna, 6000 Einwohner, 20 Kilometer südöstlich von Dresden. Hinter dem eisernen Vorhang erblickt Putzke im November 1973 seinen ersten Trabi. Papa Friedhelm wird nach der Wende Bürgermeister der Kleinstadt, Sohn Holm macht rüber und studiert Jura in Bochum. Der Wirtschaftsflüchtling setzt sich gegen die religiöse Beschneidung ein. Ein Aufsatz boxiert ihn 2012 auf die große Bühne zu Anne Will. 2010 sattelt das Kleinstadtkind der Mangelwirtschaft seine rote Vespa und lehrt fortan Strafrecht an der Universität Passau. Etwa zur gleichen Zeit entdeckt er die sozialen Netzwerke für sich und entwickelt eine Nebentätigkeit als Facebook-Influencer. Dort flext er formvollendet mit dem Scheuer-Andi, stemmt eiserne Hanteln und wühlt Schlamm auf. Der Mann, der gerne Boris Palmer Passaus genannt werden würde, ist gern gesehener Gast auf Bootspartys und immer dort vertreten, wo Kameras sind. Mit Ansichten so kantig wie sein Brillengestell gilt der CSU-Kreisvorsitzende Putzke als heißer Anwärter auf das Passauer Oberbürgermeisteramt. Ja, vielen Dank für diese Zusammenstellung. Interessant, was Sie so als wesentlich erachtet haben, aber schöne Sache. Ja, freut uns, dass er Ihnen so gut gefallen hat. Jetzt mal am Anfang, rein aus persönlichem Interesse, was würden Sie eigentlich ohne Facebook machen? Ohne Facebook wäre ich freier, hätte mehr Zeit zur Verfügung, ab und zu mal spazieren zu gehen. Facebook ist eine Geißel, da darf man sich nichts vormachen. Mhm. Und Facebook ist auch tendenziell nichts Gutes unbedingt, weil viele Meldungen, die da verbreitet werden, auch nicht richtig sind. Aber man ist ein Stück weit auf diese sozialen Medien angewiesen, wenn man viele Menschen erreichen möchte mit einer Information, mit einer politischen Message. Da kommt man um solche Sachen schlecht herum. Haben Sie sich da schon mal überlegt, irgendwie Ihr Social-Media-Game ein bisschen runterzufahren, also auf Facebook zu verzichten? Jeden Tag überlege ich mir das, ob das noch Sinn hat. Nicht zuletzt, weil jetzt Robert Habeck ja auch mal gesagt hat, aus verschiedenen Gründen. Er hat Dinge getan, die ich nicht für richtig halte. Und er hat dann Social Media vorgeschoben und hat das genutzt, in meinen Augen als Aktion, um deutlich zu machen, das war vielleicht nicht alles gut und Social Media ist nicht gut. Aber in diesem Maße, ob man das so auf Dauer weiter praktizieren kann, das muss man sehr kritisch sehen. Wenn wir jetzt gerade bei der Politik sind, blicken wir mal kurz auf Ihre Geschichte zurück, auf Ihre politische. Sie sind schon lange politisch engagiert. Demokratischer Aufbruch, FDP, CDU seit 2015 bei der CSU. Wie ist es eigentlich als Nicht-Bayer in der CSU? Haben Sie sich gut integriert? Kurz zurück, in der FDP war ich nie. Ich war mal stellvertretender Bundesvorsitzender der liberalen Hochschulgruppe. Ja, das ist ziemlich genau das. Nicht die Partei, aber es ist durchaus etwas, was mit Liberalität zu tun hat. Mhm. Und das passt aber auch gut zur CSU, obwohl man das gar nicht mit ihr in Verbindung bringt, vielleicht auf den ersten Blick. Die CSU hat den Anspruch, eine Volkspartei zu sein. Und eine Volkspartei muss eine ganze Bandbreite abbilden. Und das ist für mich auch das Reizvolle an dieser Partei, dass dort ganz viele Menschen mit unterschiedlichen politischen Ansichten auch ein Zuhause finden können. Und deswegen meine ich, dass ich mich ganz gut integriert habe. Als CSU-Kreisvorsitzender würde ich sagen, kann man kaum sich besser integrieren in einer Partei, als wenn man mal so ein Amt bekommt. Gab es aber da keine Probleme als Nicht-Bayer, weil die CSU ja da schon etwas strenge Positionen bezieht?
Naja, was heißt strenge Positionen? Also wenn wir jetzt mal die letzte Äußerung von Herrn Stoiber nehmen, der gesagt hat, die Zugereisten seien quasi schuld, dass es der CSU so schlecht gehe. Das würde ich so nicht unterstreichen, aber es erklärt auch ein bisschen natürlich, dass es einen massiven Wandel in Bayern gegeben hat. Mit den Menschen, die hier auch angekommen sind, die hier inzwischen zu Hause sind. Das sind ja nicht mehr die Bayern, die vor 20 Jahren hier die Mehrheit ausgemacht haben. Bayern ist attraktiv, die Menschen wollen hier leben und das verändert die Gesellschaft natürlich. Und insoweit Probleme, ja, wenn ich natürlich in den Bayerischen Wald gehe, zu einer Veranstaltung, zu einem Neujahrsempfang und dort reden die lokalen Politiker im tiefsten Niederbayerisch und dann komme ich mit meinem Hochdeutsch daher, weil ich es nicht anders kann. Ich kann kein Niederbayerisch und ich werde es nicht versuchen. Aber im Herzen dann ist sind das, Sie Bayer. Im Herzen bin ich selbstverständlich Bayer. Aber dann ist das zunächst mal ein bisschen komisch. Ja. Mögen Sie eine Salzstange? Sehr gern. Von den Salzstangen? Möchten Sie auch eine? Ja, warum nicht? Die schmecken echt gut. Aber wenn ich da kurz einhaken darf, also das, Sie haben es ja sehr umfangreich beschrieben, dass Sie ein Mann der Argumente sind. Und das ist ja prinzipiell erstmal was sehr gut ist. Aber denken Sie, dass in der Politik Platz dafür ist? Gerade in Zeiten, wo eben viel agitiert wird über die Social Media, verschluck dich nicht, Alex, über die Social Media, über, ja, über Parolen, Populismus. Glauben Sie, dass da für so einen feinen Diskurs überhaupt noch Platz ist? Also ich bin in die Politik gegangen, weil mir, um es mal deutlich zu sagen, dieses Plakative auf den Senkel gegangen ist, weil mich das ärgert und stört. Dass es nur noch heißt, ich nenne jetzt mal einfach was, Tempolimit, ja oder nein. Und die einen sind größte Verfechter eines Tempolimits und die anderen sagen schlicht, das ist das Dümmste, was man überhaupt machen kann. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen meistens. Und wie sieht die für Sie aus? Und die Wahrheit für mich sieht so aus, dass man sehr differenziert danach schauen muss, was die Argumente jetzt in diesem Fall zum Beispiel sind. Das heißt, ist es wirklich so, dass dadurch Menschenleben gerettet werden? Wenn wir uns in anderen Staaten anschauen, wie ist da die Verteilung, kann man das in Zweifel ziehen? Ich will gar nicht bei diesem Beispiel jetzt bleiben. Aber mir geht es darum, in der Politik wieder auch mehr Tiefe zu bekommen. Aber eins ist auch klar. Die Politik und die Gesellschaft funktioniert oftmals nicht über Tiefe. Ich muss Schlagwörter setzen. Ich muss Framing. Schlagwörter sind ein gutes Schlagwort. Ja? 2020 steht die nächste Bürgermeisterwahl an. Und man sagt Ihnen ja ein Interesse am Bürgermeisteramt nach. Erst Papa, dann der Palmer, dann Putzke? Auch das muss man wieder differenziert sehen. Also wir haben unsere Gremien. Und in den Gremien werden wir uns zusammensetzen und werden wir diese Fragen klären. Das finde ich auch richtig in einer Partei, dass man nicht ständig umherläuft und in jede Kamera das hineinposaunt, was man vielleicht gerade möchte oder für richtig hält, sondern dass man die Dinge in einer Partei abstimmt miteinander, dass man miteinander spricht, dass man am Ende eine Geschlossenheit hat. Das machen wir jetzt. Wir setzen uns zusammen, wir werden die Dinge besprechen und am Ende wird es ein Ergebnis geben. Naja, was Bürgermeister müssen ja relativ viele Sachen unterschreiben. Deswegen dachten wir, falls ob sie denn der Aufgabe des Bürgermeisters überhaupt gewachsen sind und haben ein kleines Spiel vorbereitet. Wir haben hier, Moment, ich schenke Ihnen gleich das Wasser ein, weil das werden Sie jetzt auch gleich brauchen. Ne? Moment, genau, wir haben jetzt hier ein paar Anträge für Sie vorbereitet. Und Ihre Aufgabe wäre, diese Anträge so schnell wie möglich zu unterzeichnen oder eben nicht. Also Sie lesen sie sich kurz durch und sagen, okay, ja, das sehe ich auch so, dann unterschreiben Sie und wenn nicht, dann nicht. Sie haben eine Minute, ich schaue mal schon eine in die Regie. Minute. Für wie viele Anträge? Eine Minute. Boah, so viele, wie Sie wollen. Wenn Sie, viele. Also wenn Sie Bürgermeister Passaus werden wollen, sollte da schon auf jeden Fall... Also, ob ich das will, habe ich so nicht gesagt. Wie auch immer, wie gesagt, es geht hier vor allem darum, ob Sie denn bereit sind dafür. Ja, ja, ja. Dafür würden wir jetzt schnell... Ich schenke Ihnen noch kurz das Wasser an. Haben Sie ein Glas? Ich würde es Ihnen nochmal in einem Plastikglas einschenken. Wir werden das nachher abspielen. Oder wie man in der DDR sagte, Plastikglas. Wie bitte? Man erkennt DDR-Bürger, die dort sozialisiert wurden, daran, dass sie statt Plastik Plaste sagen. Ach was. Ja. Fun Fact. Ja. Wir werden jetzt kurz den Platz tauschen. Die gab's aber in der DDR, ne? Und
Sie dürfen sich hier gerne hinsetzen. Auf Ihren Stuhl? Ja, logisch. Also eine große Ehre. Ja, gar kein Problem. Hier haben Sie auch, wobei, Sie haben ja auch Ihren eigenen Kugelschreiber jetzt dabei. Ich habe meinen eigenen Kugelschreiber dabei. Ja, ist genau richtig. Selbstverständlich. Okay. Natürlich zünftig einen CSU-Kugelschreiber. Boah, den würde ich auch gerne haben. Für einen Kreisvorsitzenden. Also. Und, mit dem, es tut mir wirklich leid. Gar kein Problem. Wir haben so viele. Fun Fact. Das sieht schön aus. Gar kein Problem. Okay. Mit dem hat schon Franz Josef Strauß unterschrieben. Wirklich? Nein, natürlich nicht. Er ist aus Plastik. Schön wäre, dass Sie, wenn Sie für die Zuschauer kurz die Anträge vorlesen, also den Titel, damit die Leute auch mitkommen, was Sie denn jetzt wirklich unterschreiben. Okay. Ich muss aber nur hier oben die Schlagwörter lesen, dann weiß ich schon Bescheid, worum es geht. Und also wenn das Ihre Politik ist, dass Sie den Rest nicht durchlesen, Sie können wollen Sie das Schnelligkeit. Gerne machen. Sie wollen Schnelligkeit. Ja? Dann geben das jetzt, Sie das ist der Test. Sind Sie bereit für den Bürgermeister-Check? Ich bin dazu bereit, Sie bringen mich ja dazu, aber ich muss fragen, was ist denn dieser Stapel Geld hier auf meinem Tisch? Wenn das ein Bürgermeistertisch ist, was ist das für Geld? Geschenke. Geschenke, die kann ich nicht annehmen. Ich bin ja Mitglied bei Transparency International. Ausgesagt. Und für mich ist Transparenz. Ah, das ist doch nur Falschgeld. Das geht schon. Das ist gewaschen. Na dann, wenn es gewaschen ist, ist es in Ordnung. Ja, ich glaube, Sie haben den ersten Test bestanden. So. Okay. Herr Putzke, Sie haben eine Minute dafür. Eine Minute. Auf los geht's los. Achtung. Und los. Bau zweite Mensa auf der Innwiese. Nein, das kann ich nicht unterschreiben. Die Innwiese ist wunderbar zum Liegen. Verkaufsvertrag über meine Vespa. Niemals. Meine Vespa hat mir meine Frau zu meinem 40. Geburtstag geschenkt. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Beschluss des Baus einer medizinischen Fakultät der Universität Passau. Wenn der Freistaat das alles voll finanziert, sofort. Beschluss einer innerstädtischen... Aber das müssen Sie schon unterschreiben. So. Ja, das muss ich natürlich unterschreiben. Ja, logisch. Zack. Beschluss einer innerstädtischen Fahrverbotszone für Dieselfahrzeuge. Dieselfahrzeuge sparen CO2, sie nützen sogar der Umwelt. Wir brauchen allerdings die neuesten und die besten davon. Aufnahmeantrag in die Partei Bündnis 90 Die Grünen. Das geht leider nicht, weil ich schon in einer Partei Mitglied bin und da sehr zufrieden. Beschluss des Baus der Nordtangente. Und nein, wollen wir nicht die Nordtangente. Fantastisch. Herr Putzke, großartig. Wahnsinn. Ich denke, Sie sind bereit für das Amt des Passauer Bürgermeisters. Ob das so passiert, werden wir sehen. Also ich glaube, so viel wie Sie hat die CSU in den letzten 30 Jahren nicht geschafft. Wollen Sie als Belohnung denn noch ein Glas Sekt haben? Das reicht, aber Sie wollten mir ein Wasser einschenken. Das ist, glaube ich, mein Wasser. Das ist ein Wasser, das sieht nicht nach Sekt aus. Darauf stoße ich gern an. Okay, ja. Zum Wohl, Sie haben nichts mehr. Aber nach dieser Anstrengung innerhalb kürzester Zeit, also ich hoffe, dass man später mehr Zeit hat, sich die Dinge zu überlegen. Aber manchmal müssen Entscheidungen schnell getroffen werden. Herr Putzke, kennen Sie Carsten Stahl? Nein. Wir haben Carsten Stahl besucht, der hat nämlich jetzt ein Mobbingpräventionsprogramm und tourt damit durch ganz Deutschland an verschiedenste Schulen. Und genau, den haben wir besucht und einen kleinen Einspieler produziert und den sehen Sie jetzt. Dieser Film ein bisschen die Stadt hier, die ist eigentlich ganz charmant. Ich hätte es eigentlich links. Dann wäre man kann ja nicht fahren. Ey, das wird echt schwierig, den irgendwie zu überreden. Keine Ahnung. Vielleicht musst du ihn einfach so lange provozieren, bis er dich lidet umtackelt. Du schaffst das, Alex. Ich nicht. Carsten ist nicht der Mann für Gewalt und vor dem müssen wir keine Angst haben. Du bist Ketten! Ja, komm her! Nein, komm! Du bist Ketten! Man hört auch schon die Kinder schreien, weil er sich gerade alle umtackelt. Ja, also ich habe auf jeden Fall schon ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ich bin sehr angespannt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht Carsten Schalt auch ist. Oh, wer weiß. Herr Freund, wir sind jetzt in Leipheim und nachher gehe ich noch zum Bäcker und bringe einen Leipheim. Ja, aber ganz davon abgesehen steht noch was viel Wichtigeres an, nämlich Carsten Stahl. Wir sind ihm ganz nahe gekommen jetzt. Ja. Mal schau mal. Sehr unangenehm. Du wurdest gerade von Carsten Stahl umgefickt. Nein, wir wurden gerade von Carsten Stahl umgetackelt, tatsächlich. Ach, das war ein sehr schöner Abend. Und man muss natürlich an dieser Stelle nochmal sagen, dass Carsten Stahl heutzutage wirklich ernstzunehmende Arbeit macht mit seiner Mobbingprävention. Und das Ganze natürlich nur humoristisch aufgezogen war. An dieser Stelle, Herr Putzke, vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren. Es war uns eine Ehre.
dass Sie unsere Sendung beehrt haben. Herr Meyer, es war mir eine große Freude. Dankeschön, Herr Petrov. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und wenn es Ihre Sendung, was ich hoffe, in ein paar Monaten, Jahren noch gibt, ich komme immer gern wieder. Oh, sehr schön. Das würde uns freuen. Dankeschön. Kommen Sie gut nach Hause. Tschüss. So, damit kommen wir jetzt auch schon zum Ende der Sendung. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Unser Dank geht an Carsten Stahl, an Professor Putzke, an Studio Weichselbaumer und natürlich an unsere Unileitung, ohne welch ein solch eindrucksvoller Imagefilm wohl nicht entstanden wäre. Danke an alle fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sind der Blank-Shampoos-Dialog. Ciao. 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 Ciao.